Verkehrschaos total. Vorfahrt für Vögel, Alltag auf einer echt verrückten Insel. Gut eine 500.000 geschäftige Albatrosse bestimmen hier, wo es lang geht. Doch manchmal greift der Arm des Gesetzes entschlossen zu, nimmt die Vögel vorübergehend in Schutzhaft. Trotz aller Tier-Mensch-Probleme, für uns ist die Situation paradiesisch. Vögel ohne jegliche Furcht, neugierig und voller Interesse an uns und unserer Arbeit. Die verblüffende Arglosigkeit der Albatrosse, ihre beispielhafte Flugkunst und ihre mitunter nicht ganz perfekten Landungen. Viel Aufregendes und Neues erwarten uns. Mit einem Militärtransporter landen wir auf Midway Island. Das Element der Albatrosse, der Luftraum über den Meeren. Wie ein Spiel mit dem Sturm wirkt ihr Flug. Wind ist die Energiequelle für ihre weiten Wanderungen über die Meere. Geschickt nutzen die Albatrosse selbst kleinste Unterschiede in der Windgeschwindigkeit und die Luftströmungen an den Wellenkämmen. Ohne Flügelschlag gleiten die eleganten Flieger oft hunderte von Kilometern über den Ozean. Leisan Albatrosse, eine von weltweit 13 Albatrossarten, sind jetzt unterwegs zu einer Insel mitten im Pazifischen Ozean, Midway Island. Kleiner als die Stecknadel im Heuhaufen, knapp 3 Kilometer Durchmesser, nur ein Sandkorn mitten im Meer. Und trotzdem finden die Leisan-Albatrosse jedes Jahr zielsicher ihren Brutplatz. Ein Heer von Leisan-Albatrossen hält heutzutage die Insel besetzt. Sie sind hier tonangebend. Die kleine Insel wurde in den vergangenen 90 Jahren radikal verändert. Aus einer Sanddüne wurde ein Marinehafen, ein Militärflugplatz und eine Kleinstadt für 6.000 Menschen. Heute ist es ruhig geworden, zumindest beim Militär. Die verbliebenen 200 Leute arrangieren sich mit ihren 500.000 Albatrossen. Die Midway-Albatrosse, sie haben uneingeschränkt Vorfahrt. Nur ein Zaun hilft, wenn man eine Privatsphäre, seine Ruhe und seine Blumenbeete haben will. Der Tag X im Leben eines Albatross. Der Moment, in dem sein Leben so richtig beginnt. Nach 65 Tagen Brutzeit ist es soweit, das Junge hat die Eischale gesprengt. Jetzt, Ende Februar, gibt es auf Midway nur noch wenig auf dem Ei sitzende Albatrosse. Die meisten Paare füttern bereits ihr Junges. Picken am Schnabel des Altvogels heißt, ich habe Hunger. Es gibt Albatross-Kinderspezialkost, ein öliges Konzentrat aus Tintenfisch und anderem Meeresgetier. Albatrosse binden sich für ein ganzes langes Leben. Entsprechend aufwendig ist ihre Partnerwerbung. Unverheiratete und frisch Vermählte balzen besonders heftig. Bei altgedienten Ehepaaren lässt das Turteln nach. Ah.
Die fröhlich balzenden Gruppen sind ledige und verlobte Vögel. Sie vertreiben sich in jedem Jahr die Monate November bis Mai mit Tanz und Gesang. 7 bis 9 Jahre lang. Dann erst werden sie reif zur Familiengründung, zur Eiablage und Elternpflicht. Die Leute von Midway haben ihren Albatrossen ein stattliches Denkmal gesetzt. Und die Kanonen erinnern an 1942, an die entscheidende Seeschlacht um Midway. Uniformen sind heute selten zu sehen. Die 200 ständigen Bewohner sind Verwaltungs- und Servicepersonal. Albatrosse prägen das Bild von Midway City. Im Einkaufszentrum öffnen, der Krämerladen nach Bedarf, der Friseur dienstags und donnerstags. Nur an der Bar herrscht immer Andrang. Albatrosse, die müssen draußen bleiben. Der Friedhof von Midway, wer Albatrosse mag, liegt hier richtig. Die jungen Albatrosse werden in ihren ersten 3 Lebenswochen von einem der Altvögel ständig behütet. Schon früh beginnen die Küken am Nest zu basteln, den Schutzwall gegen Flugsand und Regenwasser in Ordnung zu halten. Die etwas größeren Jungen sind allein. Ihre Eltern sind jetzt draußen auf dem Meer beim Tintenfische fangen. Sie kommen nur alle 3 bis 4 Tage zum Füttern. Von rechts nach links, von links nach rechts, das Junge vertreibt sich die Langeweile. Leisan-Albatrosse haben keine Scheu vor Menschen, das wussten wir. Doch dass die Vögel so neugierig sind, so aufdringlich, das verblüfft uns jetzt doch. Ja, was machst denn du da? Komm, geh weg. Ich kann ihn hier nicht brauchen. Komm, komm, auf, weg da. Ach, schon wieder. Die Arbeitslosen sind's, die uns von der Arbeit abhalten. Die Albatrosse, jünger als 7 Jahre und noch ohne Familienpflicht, sie lungern in der Kolonie rum. Sie haben außer Balztanz und Partnersuche nicht viel zu tun. Sie freuen sich über die Abwechslung, die wir ihnen bieten. Komm nicht näher. Oh je. Es wäre ungerecht, sich über die Zudringlichkeit unserer Albatrosse zu ärgern. Denn wie selten haben wir Tierfilmer ein so beglückendes Erlebnis. Aus freier Entscheidung kommen wild lebende Tiere ganz vertrauensselig zu Mikrofon und Kamera und zu uns Menschen. Und nur aus Neugier und Zutraulichkeit behindern sie unsere Arbeit. Au, au, au. Au, au, au. Oh, ach, Vogel. Der Reiz an der Sache ist, Albatrosse können mit ihren Schnäbeln sehr feinfühlig tasten, aber auch zubeißen, als müssten sie einen glitschigen Tintenfisch festhalten. Au! Ach, Vogel! Wenn die leisern Albatrosse von Midway ihre Spiel- und Neugierlaune haben, nun ja, dann haben wir eben Pause, aber beileibe keine Ruhe. Oh. Oh. Midway Islands, sportliche Attraktion, der 9-Loch-Golfplatz mit einem ganz besonderen Hindernis, Albatrosse.
sicher nicht ganz ungefährlich für die Albatrosse, aber unterhaltsam. Das Golfspiel bringt Abwechslung in ihren Alltag und die noch nicht familiengebundenen jungen Vögel können sich im Brüten üben. So wird manch ernsthaftes Golfturnier zum Ostereiersuchen degradiert. Hey, 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 hey! Alli hopp, alli hopp! Die für ein Großturnier nötige Atmosphäre schaffen die Albatrosse leicht durch ihre große Zuschauerzahl und durch ihr Applausklatschen mit dem Schnabel, wenn auch manchmal vor dem gelungenen Schlag. Rote Bälle, der heißeste Insider-Tipp beim Midway Island Golf. Auf roten Bällen machen Albatrosse nicht ihre Brutübungen, so jedenfalls sagt man. Albatrosse sind kompromisslos auf schnellen Langstreckenflug gebaut. Die Landung ist immer schwierig in der Fliegerei, auch für den Albatross. Je langsamer, desto störanfälliger ist der Flug. Ausschweben in der richtigen Höhe über der Bahn, Geschwindigkeit reduzieren und Punktlandung. Hundert Tonnen Mehrgewicht, aber dieselben aerodynamischen Gesetze. Der Starlifter schaukelt, Seitenwind und Turbulenzen machen ihm zu schaffen im langsamen Landeanflug. Seitenwind und Turbulenzen, Albatross Airways hat die gleichen Probleme. Windschatten hinter dem Wäldchen, der große Jet fällt durch, fängt ab, setzt einseitig auf und springt. Und ist jetzt endlich unten. Das Landen auf Midway ist mitunter nicht einfach. Landung frei für den nächsten. Bautz, Fahrwerk weggeklappt, Bauchlandung. Kein Problem. Im Gegensatz zu Flugzeugen überstehen Albatrosse spektakuläre Bruchlandungen meist schadlos. Eigentlich ist es ungerecht, darüber zu lachen. Albatrosse sind die besten Langstreckenflieger der Welt. Aber zum Landen sind sie nicht optimal konstruiert. Außerdem, Bäume und Gebäude, Ursache für Luftverwirbelungen, gibt es auf Midway erst durch den Menschen. Heftig und unvermittelt ein Tropenregen. Der Albatross schnappt die dicken Regentropfen, er trinkt. Süßwasser ist hier selten, mitten im Pazifischen Ozean. Regentropfen perlen ab am Gefieder, das Junge sitzt darunter warm und trocken. Als Seevögel sind erwachsene Albatrosse natürlich wasserdicht. Ungeschützte Junge leiden sichtlich. Ihr Flaumgefieder ist durchweicht bis auf die Haut. Hochspritzender Sand verklebt die Federn. Wenn beide Eltern auf dem Meer zum Fischen sind, müssen die Jungen den Regenguss ungeschützt ertragen. Gefährlich wird es für die aufgeweichten Jungen nur bei kaltem Wind, dann droht Unterkühlung. Das Militär wünscht einen militärisch kurzgeschorenen Rasen auf Midway Island. Der Naturschutz sieht eine Gefahr und Störung für die Albatrosse in den Mäharbeiten. Von ein paar Streitpunkten abgesehen, ist es aber erstaunlich, wie sachlich und erfolgreich Militär und Naturschutz neuerdings zusammenarbeiten und wie gelassen die Albatrosse das Rasenmähen erdulden.
die vielen jungen Albatrosse und der Rasen. In diesen Bildern steckt das Geheimnis der Vogelmassen von Midway Island. Diese Insel wurde Ende des letzten Jahrhunderts als kahle, windgequälte Sanddüne beschrieben. Kaum ein grünes Helmchen, kaum Vogelleben. Um die Insel schöner zu machen, brachte man 1935 mehrere Schiffsladungen, Mutterboden, Gras, Bäume und blühende Büsche nach Midway. Auch den Albatrossen gefielen die Veränderungen. Ihr Bruterfolg ging schlagartig in die Höhe. Stürme deckten die Jungen nicht mehr mit Sand zu, das Meer spülte nicht mehr die Nester weg. Einerseits versuchte der Mensch immer wieder, die Albatrosse zu vertreiben, weil sie seine Technik störten. Andererseits schuf er unfreiwillig den Vögeln bessere Brutbedingungen. Das also ist die schon ironische Geschichte von Midway Island. Vom Menschen, vom Rasen und von den vielen Albatrossen. Die ersten Gehversuche, nicht gerade grazil, aber zum Erkunden der Nestumgebung reicht das Gewatschel aus. Morgenstimmung, nasser Beton, Flugplatzatmosphäre. Das Rollfeld ist beliebt. Entschlossen läuft der Albatros zum Startpunkt. Er hat den Wind geprüft, ein kurzer Moment der Konzentration, Bremsen los, Startlauf. Die Füße müssen beschleunigen, bis die Flügel tragen. Startabbruch, er war zu langsam. Zum Abheben hat es nicht gereicht. Ein guter Pilot bricht den Startlauf ab, rechtzeitig, bevor es richtig kracht, wenn er bemerkt, dass er die Abhebegeschwindigkeit nicht erreichen kann. Nicht etwa mangelndes Können der Albatrosse, sondern Verwirbelungen sind schuld an den Startabbrüchen. Bäume und Gebäude, bei ungünstiger Windrichtung verwirbeln sie die Luft. Die Startbedingungen sind auf Midway häufig unberechenbar für die Albatrosse. Bisher hat's gut geklappt, aber jetzt Leewind. Verwirbelte Luft von oben, der Vogel muss zu Boden. Start gegen den Wind, schon trägt's. Der Albatros fliegt bis in den Windschatten vom Lagerschuppen. Hier strömt die Luft plötzlich langsamer, dem Vogel fehlt der Auftrieb, er stürzt ab. Bloß gut, dass Vögel leicht und elastisch gebaut sind, nie haben wir ernsthafte Verletzungen gesehen. Zwei Meter Flügelspanne, das braucht Augenmaß. Einer nach dem anderen fliegt in die gleiche Falle. Windverwirbelung durch Bäume und Lagerschuppen, das alles gab es früher nicht auf ihrer Insel. Flattern, durchhalten, geschafft. Die heimtückische Verwirbelung hat er hinter sich. Jetzt beginnt sein traumhaft schwereloses Gleiten, der beeindruckend elegante Flug der Albatrosse. Spiel mit dem Wind. Albatrosse genießen das Fliegen, spielen Stunde um Stunde mit den Strömungen der Luft. Reiners Freude am Gleiten, Fallen und Steigen. Fliegen ist für Albatrosse ein Zustand, in dem sie sich wohlfühlen.
Midway City. In der schwülheißen Luft tanzen Seeschwalben. Das Klima am Rande der Tropen behagt ihnen. Das ganze Jahr über sind sie hier, balzen, brüten, füttern ihre Jungen. Glücklicherweise hat man diese Vögel nicht nach ihrer rauen Stimme, sondern nach ihrer zarten Erscheinung genannt. Feenseeschwalben. Ein wirklich treffender Name. Feenseeschwalben sind zärtliche, unzertrennliche Partner. Turteln und gegenseitiges Putzen bei jeder Gelegenheit. Der nadelspitze Schnabel, nur keine falsche Bewegung, sonst, oh, schon passiert. Balanceakt auf einem Ast. Eine zirkusreife Nummer, sicher der wackeligste Nistplatz im Vogelreich. Das Ei der Feenseeschwalbe balanciert ungesichert oben auf dem Ast. Für den Vogel war das kein spannender Moment. Feenseeschwalben balancieren immer ihre Eier an Plätzen, die uns unmöglich erscheinen. Warum die Feenseeschwalben diese ausgefallenen Brutplätze wählen, darüber ist sich die Wissenschaft noch sehr uneinig. Ein fusselig-flauschiges Etwas, ein Feenseeschwälbchen, frisch geschlüpft. Scharfe Krallen an den Schwimmfüßen geben ihm sicheren Halt. Fütterung. Es gibt Fisch, wie immer bei Seeschwalben. Winzige Fischchen für sein winziges Küken hat der Altvogel vom Meer mitgebracht. Knapp 5 Monate sind sie jetzt alt. Die jungen Albatrosse sind kräftig gewachsen, so groß wie ihre Eltern sind sie bereits. Das Dunengefieder der Küken ist richtigen Federn gewichen, nur stellenweise hält sich noch der Jugendflaum und gibt den Albatrossen die lustigen Frisuren. Punker mit Irokesenhaarschnitt, üppige Lockenköpfe, gepflegte Perücken, wirre Frisuren, Glatzen, alles ist vertreten. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig, aber nicht ausgeschlossen. In diesem Alter, gut 3 Wochen vor dem Flüggewerden, sind die meisten Jungen auf Nulldiät. Ihre Eltern erscheinen nicht mehr zum Füttern. Die Jungen müssen abspecken, drastisch, sonst sind sie zu schwer zum Fliegen. Die Flugschule von Midway. Die kräftige Brise hat in den jungen Albatrossen den Trieb zum Fliegen geweckt. Die Muskeln müssen trainiert werden, der Gleichgewichtssinn geschult. Start und Landung sind immer schwierige Kapitel in der Fliegerei. Flügel ausbreiten,
ein Hopser und Geflatter. Und wenn es dann wirklich klappt mit dem Fliegen, dann glauben wir, ihn in Verblüffung und Verwunderung anzusehen. Straßenblockade. Ein Sit-in der Albatrosse. Keine Großdemonstration, sondern ganz normale Verkehrszustände auf Midway Island. Die Fahrer auf dieser Insel sind Könner. Aber sie wissen auch, das Töten eines Albatros kostet Geld. $500 Strafe oder ersatzweise Haft. Die jungen Albatrosse sind nicht mehr ans Nest gebunden. Besonders gern hocken sie jetzt auf Straßen und Wegen rum. Mensch und Maschine müssen sich nach den Vögeln richten, zickzack laufen, den Punkern aus dem Wege gehen. Der Juni ist der Monat, in dem die Jungalbatrosse mit besonderer Hartnäckigkeit den Verkehr auf Midway Island lähmen. Der Juni wäre also eine schlechte Zeit für das US-Militär, einen Krieg zu führen. Zumindest diese Insel wäre nicht gefechtsbereit. Pazifik ist militärisch entspannt, die Kriegsmaschinerie dieser Insel schlummert immer friedlicher vor sich hin. Deshalb können sich heutzutage die Albatrosse von Midway ungestört die Füße vertreten, auch mitten auf der Straße. Wir genießen und beobachten. Ruhe und Friedfertigkeit strahlen die Albatrosse aus. Unbefangen und voller Vertrauen, als könnte ihnen nichts Böses widerfahren, spielen die Albatrosse mit allem Neuen. Auch die häufigen Vertreibungsversuche in der Vergangenheit haben ihr freundliches, zutrauliches Wesen nicht beeinflusst. Oh, was soll denn das werden? Okay. Ein Altvogel, jetzt im Juli ein seltener Anblick. Mit schrillen Pfiffen verfolgt ihn sein Junges. Es bettelt aufdringlich um Futter. Das Junge ist ein Spätgeborenes, ein Nachzügler, noch im braunen Jugendkleid. Es ist ganz schön fett, gut 3 Kilogramm. Deutlich mehr, als ihre Eltern wiegen die jungen Albatrosse in diesem Alter. Das nervende Junge gibt nicht auf. Der Altvogel ist unwillig. Er hat wohl kein Futter mehr. Noch einmal lässt er sich breitschlagen, aber bald wird er das Junge gar nicht mehr füttern. Dann wird sich in den nächsten 3 Wochen bei Null-Diät auch dieses Pummelchen zu einem schlanken Jungvogel mausern. Streicheleinheiten. Der Altvogel putzt sein Junges ganz vorsichtig, ganz hingebungsvoll. Das ist mehr Kontaktverhalten als Körperpflege. Nestwärme, Zuneigung, das ist nicht nur für Menschenkinder wichtig, das brauchen und mögen auch junge Albatrosse. Ja, das magst du, ne? Das ist fein.
du bist ein Genießer. Der Jungalbatross genießt das Kraulen. Paradiesisches Vertrauen, absolute Arglosigkeit. Das haben wir noch nie so deutlich bei einem wilden, nicht an den Menschen gewöhnten Vogel erlebt. Berührung durch Menschen dulden freilebende Tiere nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Fütterung. Hier aber sind wir nicht nur geduldet, sondern freundschaftlich anerkannt, ein beglückendes Gefühl. Jetzt reicht's, ne? Jetzt wollen wir dich nicht zu sehr verwöhnen. Das muss jetzt reichen für heute. Einsame Insel im Pazifischen Ozean. Sonne, Meer, Sandstrand. Doch das Paradies hat einen Fehler: Müll. Meeresströmungen spülen Zivilisationsmüll in Massen, selbst an den abgelegenen Strand Midways. 4000 Kilometer von Japan entfernt und 5000 von der Westküste der USA. Mitten im Pazifischen Ozean liegt Midway. Und trotzdem finden wir hier alles, was die Zivilisation zu bieten hat. Flaschen, Glühbirnen, Brillengestelle, Feuerzeuge, Plastikschrott und die Abfälle einer Badelatschenfabrik. Uns entsetzt, dass es auf unserer Welt keinen Ort mehr gibt, an dem man Zivilisationsmüll und Umweltgiften entkommen kann. Auch wenn die Verschmutzung nicht immer so auffällig ist wie hier auf Midway. Die Albatrosse sind direkt betroffen von dem Müll auf den Weltmeeren. Bei der nächtlichen Jagd auf Tintenfische verschlucken sie auch Feuerzeuge, Kugelschreiber und anderen schwimmenden Unrat. Die Jungvögel versuchen stundenlang, die unverdaulichen Dinge loszuwerden, die ihnen die Eltern beim Füttern aus Versehen mit übergeben haben. Noch laufen die Untersuchungen, inwieweit der Plastikmüll durch Giftigkeit, Scharfkantigkeit oder Vortäuschung eines vollen Magens die Albatrosse schädigt. Doch dass die armen Vögel mit diesem Müll Probleme haben, das leuchtet ein. Jetzt ist es soweit, die Jungvögel werden Flügge. Anfang Juli geht die Brutsaison der Leisan-Albatrosse zu Ende. Auf ihrem Weg zum Meer müssen sie die Startbahn überqueren. Das ist für sie kein Hindernis, im Gegenteil, die große freie Fläche wird von den Albatrossen gern benutzt. Hier ist der Wind berechenbar, hier können sie ungestört Starts und Landungen üben, normalerweise. Doch heute gehört die Startbahn den Flugschülern nicht allein. Im Hintergrund hört man die Triebwerke der großen Konkurrenz. Die Küstenwache muss heute fliegen mit ihrem Herkules-Transporter. Die jungen Albatrosse hätten wirklich noch weitere Flugübungen nötig. Doch damit ist es gleich vorbei. Der Countdown läuft, Start der Küstenwache in 20 Minuten. Die Polizei beginnt mit der Wahrnehmung ihrer wichtigsten Aufgabe. Das Scheuchen von Albatrossen ist eine durchaus ernstzunehmende und wichtige Aufgabe für die Polizei von Midway Island. 2,5 Kilogramm Vogel können an einem startenden Flugzeug viel Schaden anrichten. Ganz hartnäckige Kandidaten werden vorübergehend in Schutzhaft genommen. Die grüne Minna für Albatrosse fährt die Festgenommenen zur Küste. Dort können sie dem Flugzeug nicht in die Quere kommen. Die Küstenwache rollt zum Startpunkt. Immer neue Albatrosse drängen auf die Bahn. Die Polizei hat heute wirklich einen harten Tag. Startposition erreicht. Ganz schön viel Wind machen die Propeller beim Triebwerkcheck.
20.000 PS auf vollen Touren. Für die Albatrosse ein bisschen viel Wind zum Fliegen. Gas wieder weg, wieder Albatros-Alarm. 5 Mann gegen 1000-fache Übermacht. Jetzt ist die Bahn frei. Nur hinter dem Flieger staunen 2 Zaungäste über so viel Sturm. Jetzt oder nie, die Herkules rollt an. Schon wieder hat sich ein Albatros vorgewagt, ist dem Auge des Gesetzes entgangen. Au, das sieht gefährlich aus. Doch von so einem bisschen Wind lässt sich ein rechter Albatros nicht unterkriegen. Im Gegenteil, er nutzt den künstlichen Sturm für einen mustergültigen Start. Die Herkules hebt ab, ohne Zwischenfall. Keiner der Albatrosse hat Schaden genommen. Im Zweiten Weltkrieg und während des Korea- und Vietnamkrieges war ständiger Flugverkehr auf Midway. Mit allen Mitteln versuchte damals das Militär, die Albatrosse loszuwerden, um Schäden an Flugzeugen zu vermeiden. Anlauf ins selbstständige Leben. Flug zum Meer. Albatrosse drängen zum Strand, sie sind jetzt Flügge. Instinktiv wollen sie Richtung Meer, doch zum ersten Mal sehen sie Wasser und schrecken zurück. Notbremse vor dem Wasser. Der junge Albatros hat noch Angst vor dem unbekannten Element, noch keine Erfahrung mit seinem eigentlichen Lebensraum. Als Seevogel wird er die meiste Zeit seines Lebens auf dem Meer oder in der Luft darüber verbringen. Nur zum Balzen, Brüten oder Füttern seiner Jungen wird er an Land gehen. Im letzten Moment hat auch ihn der Mut verlassen, jetzt aber reißt er sich zusammen und geht zu Fuß ins Wasser. Man sieht's ihm an. Er ist hin und her gerissen zwischen seinem Instinkt, der ihn aufs Wasser drängt, und der Vorsicht vor dem Neuen. Er packt es mit Schwung. Viel Neues, viel Ungewohntes kommt auf ihn zu. Ganz allein, ohne Hilfe der Eltern, muss er sich auf dem Meer zurechtfinden, muss schwimmen lernen und seine Nahrung suchen. Seine erste Wasserlandung meistert er mit Bravour, was man nicht von jedem Albatros sagen kann. Noch sind die jungen Albatrosse innerhalb des Riffs, auf dem ruhigen Wasser der Lagune. Wenn sie rausfliegen aufs offene Meer, dann müssen sie fit sein. Starts und Landungen müssen perfekt sitzen. Da hilft nur eifrig üben. Wasserski. Die Horde Jugendlicher hat Spaß an ihrem Wassersport.
Ein guter Start und ein kraftvoller Flug. Die Grenze zwischen Lagune und offenem Ozean, das Korallenriff. Hier brechen die Wellen. Ausgerechnet in der Brandung landet er. Die nächste Welle baut sich auf, drohend und riesig. Der Albatros taucht. Da ist er wieder, trocken und unversehrt. Gekonnt, wie ein Surfer taucht er unter dem Brecher durch, verhindert, dass er mitgerissen, durchgeschüttelt und bis auf die Haut nass wird. Dass kein Wasser in sein Gefieder eindringt, darauf muss der junge Albatros besonders achten. Die letzte Hürde für den Albatros ist das Riff. Hat er die Brecher überwunden, liegen mindestens 4000 Kilometer freier, offener Ozean vor ihm. Abendstimmung am Strand. Der Flugbetrieb hat nachgelassen. Die jungen Albatrosse, die jetzt noch zum Strand kommen, werden hier auf den Morgen warten. Dann werden wieder Tausende die Insel verlassen. Es wird sehr ruhig werden auf Midway. Wir haben Abschiedsstimmung. Aber die jungen Albatrosse werden wiederkommen. Und wenn sie in ein paar Jahren auf Midway Island ihre eigenen Jungen großziehen, werden sie hoffentlich genauso willkommen sein wie heute. Wir hoffen also, dass das Militär diese Insel nie mehr brauchen wird und dass es auch in Zukunft heißt, Landung frei für Albatrosse.